Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Games Anwalt. Und wir sind heute hier in der Kanzlei Strunk, Dirks und Partner Rechtsanwälte in Kiel. Und man sieht es schon, ich habe mir also Fachrat geholt zu dem Thema, um das es heute geht. Bei mir ist nämlich Rechtsanwalt Jan Strunk. Hallo. Hallo hin. Und zwar geht es nämlich um, ja, man hat es aus der Presse entnommen, für viele vielleicht pikantes Thema. Es geht nämlich um den sogenannten Porno-Pranger, beziehungsweise für Spieler sicherlich auch relevant. Es kann auch durchaus mal ein Spiele-Pranger werden, zumindest dann, wenn man sich Spiele illegal irgendwo runterlädt oder sie entsprechend zumindest ohne zu bezahlen spielt. Das wäre durchaus ein ähnlicher Fall, wie das, um das es heute nämlich geht. Nämlich in diesem Fall hat eine Kanzlei angekündigt, dass sie ab dem 1. September 2012 einige von ihren Gegnern veröffentlichen möchte. Das Pikante daran ist, das sind alles Leute, die im Zweifel Pornos wahrscheinlich runtergeladen haben, zumindest viele davon, und damit vermutlich will man auch ein wenig Druck aufbauen auf diese Leute. Und da fragt man sich gerade vielleicht als jemand, so wie ich, der mit Datenschutz auch eine ganze Menge zu tun hat, kann sowas überhaupt zulässig sein, die Leute so an den Pranger zu stellen? Ja, das wird natürlich seitdem auch diskutiert. Aber das ist ganz interessant, weil die Tatsache, wie du das gerade zusammengefasst hast, natürlich ein bisschen zeigt, wo eigentlich das Problem liegt. Man geht nämlich ganz offensichtlich davon aus, dass jemand, der also in einem Zusammenhang steht mit solchen Streitereien, dann wohl auch irgendwie mit dem Schmuddelkram zu tun hat. Das wird in vielen Fällen so sein. Man darf aber hier natürlich auch nicht übersehen, dass es in erster Linie bei der ganzen Ermittlung um Anschlüsse geht, über die dann eben bestimmte Dinge verwirklicht werden. Und selbst da ist ja auch noch streitig, ob das dann immer die richtigen sind. Und der Rückschluss, ob denn tatsächlich die Person, die dieser Anschlussinhaber ist, dann auch zu Recht in Zusammenhang gebracht wird mit diesen Themen, ist schon eine sehr zweifelhafte Geschichte. Und selbst wenn das der Fall ist, das wäre dann die nächste Stufe, muss man hier natürlich gucken, was wägt man da gegeneinander ab. Also hier wird ja eine Parallele gezogen zu Fällen, in denen ein Gericht schon mal gesagt hat, ja, das ist okay. Gegnerlisten sind unter Anwälten jetzt auch nichts, was so völlig ungewöhnlich wäre, das kennt man schon mal, aber in aller Regel eben nicht aus dieser Ecke, für die es jetzt angekündigt wird. Ja, in diesem Fall ist es nicht irgendein Gericht, sondern das Bundesverfassungsgericht hat dazu nämlich schon mal was gesagt. Und das wird dann auch gleich praktischerweise auf der Webseite dieser Kanzlei zitiert. Zum Anklicken kann man sich das Ganze dann gleich mal angucken und damit eben auch argumentiert, dass diese Prangerwirkung oder dieses Veröffentlichen der Gegner auch zulässig wäre. Also der Fall, den wir uns sozusagen vorstellen müssen, ist, man hat eben irgendwo im File-Sharing sich aktiv beteiligt, eben nicht nur, indem man Sachen runtergeladen hat, sondern auch den Rechner so entsprechend aktiviert hat, dass Sachen auch hochgeladen wurden, andere Leute sich bei einem selber also urheberrechtlich geschütztes Material holen konnten. Diese Kanzlei nun vertritt diese Urheberinhaber, wie gesagt, viele eben aus der Erotikbranche, und geht jetzt eben gegen diese Leute vor, die diese Sachen hochgeladen haben, absichtlich oder teilweise vielleicht auch vermeintlich, vielleicht unwissentlich, weil sie dieses System so genutzt haben. Und wie gesagt, auf dieser Webseite jetzt ankündigen, okay, wir haben uns mit einigen auch oder mit vielen können wir uns auch einigen, da haben wir Vergleiche geschlossen und dann in diesem Wortlaut mehr oder weniger gleich noch daran gefügt, wir werden ab 1.9. nochmal unsere Gegner sozusagen, zumindest einige davon, veröffentlichen. Und nun steht ja tatsächlich in diesem Bundesverfassungsgerichtsurteil etwas davon drin, dass man als Anwalt durchaus zu Werbezwecken zumindest seine Gegner, nicht nur seine Mandanten, wenn man sie gefragt hat, da muss man natürlich aufpassen, die sollten natürlich möglichst eingewilligt haben, aber auch die Gegner dann mal veröffentlichen kann. Also wenn man Boris Becker verklagt hat oder irgendjemand anders, dass man damit dann, wenn das eben medienwirksamer Fall war, dann auch entsprechend vorgehen kann. Nun ist natürlich die Frage, hier haben wir wahrscheinlich viele, die deutlich unter dem Promi-Status schwimmen und sicherlich deutlich mehr dann vielleicht davor auch zittern, dass jetzt ihr Name da im Internet plötzlich auftaucht, weil sie damit vielleicht auch bisher wenig zu tun hatten, zumindest mit Veröffentlichungen. Kann man das wirklich denn darauf anwenden? Ja, so einfach ist es natürlich nicht, weil die Situation, in der das Bundesverfassungsgericht darüber entschieden hat, natürlich eine gänzlich andere war. Und bei der Frage, ich lasse jetzt mal den datenschutzrechtlichen Aspekt beiseite, bei der Frage, ob man sowas darf oder nicht, kommt es natürlich auch maßgeblich ein bisschen darauf an, wie die Interessenlage da verteilt ist. Also das, wie der Jurist es nennt, rechtliche Interesse, das schützenswerte rechtliche Interesse, welches da überwiegt. Und in dem Fall, der hier entschieden worden ist und für den man das jetzt auch einfach für sich reklamiert, muss man dann ganz klar sagen, da ging es um Kapitalanlage, ging es um Banken, da ging es um also ein
auch eine objektive Information. Da sind ja auch dann in aller Regel Spezialkenntnisse gefragt und wo man also auch hier argumentieren kann und sagen kann, gut, es hat für jemanden, der das äußert und der sagt, jawohl, ich habe in einer Vielzahl von Fällen auch mit folgenden Leuten schon mal mich auseinandergesetzt, hat das einen ganz anderen Informationswert als die Tatsache, dass jetzt Hänschen Müller möglicherweise einen Anschluss hat, über den dann irgendein lustiger Titel geladen worden ist. Darum geht es den Kollegen hier auch, glaube ich, gar nicht. Worum geht es ihnen denn? Den Kollegen geht es hier tatsächlich darum, dass man natürlich weiß, dass das vielen, vielleicht nicht allen, aber vielen natürlich unangenehm ist und dass jeder, nehmen wir so die Parallele zu den Steuersünder-CDs, natürlich schon in dem Moment, wo sowas publik gemacht wird, sich Gedanken darüber macht, ob er sich nicht vielleicht doch lieber einigt. Da kann man dann unter Umständen schon mal drüber philosophieren, ob das nicht auch irgendwann mal so eine strafrechtliche Komponente auch noch enthält. Es ist noch eins dabei, wenn ich die Tatsache, dass ich äußere, dass jemand mein Gegner ist, hat ja auch in diesen Fällen zum Beispiel Kapitalanlage nicht zwingend zur Folge, dass jemand denkt, na gut, dann sind das andere dann wahrscheinlich Betrüger oder Verbrecher oder sonst was. Hier ist es natürlich ein bisschen anders, weil hier will jeder schon anscheinend vermeiden, dass er in einem Zusammenhang zu solchen Dingen steht. Und die Leute, die das hier ankündigen, wissen das natürlich auch. Und ich denke mal, man darf daran zweifeln, ob sie es wirklich zum 1.9. so umsetzen, 1:1, weil abzusehen ist, dass sich dann auch Leute wehren und wie ich meine auch mit einer guten Aussicht auf Erfolg dagegen wehren. Wenn sie entsprechend beraten sind, wird man das nicht einfach so hinnehmen. Und dass man aber natürlich bei den Kollegen, die das hier durchführen, darauf baut, dass der Druck dann eben doch bei einigen, die nicht so nervenstark sind, groß genug ist, um sich dann vielleicht doch zu einigen. Da kommt ja auch dann das Persönlichkeitsrecht durchaus noch mit hinein. Sie hatten es gerade eben schon angesprochen, nämlich insbesondere auch hinsichtlich Datenschutz. Da haben wir theoretisch zwar auch so eine Möglichkeit, dass wir Daten auch nach außen geben können, dass man sie verbreiten kann, dass man sie zumindest übermitteln kann. Unter bestimmten Fällen, nämlich erstens, ich habe ein berechtigtes Interesse, das kann man vielleicht manchmal noch in solchen Fällen dann argumentieren. Aber ich muss auch beachten, dass die Gegenseite, dessen Daten ich dort übermittle, ein schutzwürdiges Interesse haben könnte. Und das ist natürlich gerade, je weniger ich vielleicht wirklich gewerblich unterwegs bin, dann ein Fall, der dann weniger die Seite sozusagen ausschlägt hinsichtlich des berechtigten Interesses dessen, der es veröffentlichen will, mehr hin zu dem schutzwürdigen Interesse, dessen Daten hier betroffen sind. Und schon daraus sich vielleicht dann auch das ergibt, dass man sagen kann, eigentlich kann man es eigentlich nicht veröffentlichen, je nachdem, was das für Leute auch sind. Natürlich, wenn es Unternehmen sind oder große Stellen, dann kann man da vielleicht wieder was anderes sehen. Da kommt man die Frage, ob überhaupt noch Persönlichkeitsrecht betroffen ist. Das war nämlich im Bundesverfassungsgerichtsurteil teilweise auch der Fall. Ja. Da waren es Unternehmen, für die gilt nicht, zumindest ein Großteil dessen, was an Datenschutzrecht so gilt, gar nicht. Aber sobald es eine Privatperson ist, sind wir da in einem ganz anderen Metier und ganz andere Probleme und da müssen ganz andere schutzwürdige Interessen meines Erachtens auch beachtet werden. Aber das ist sicherlich ein Punkt, dass man gucken muss, wie weit oder wie tief reicht der Eingriff hier. Ist das also ein höchstpersönlicher Lebensbereich schon? Das kann so sein hier, das muss nicht so sein. Oder ist das die reine geschäftliche Sphäre? Und bei dem Adressatenkreis, den das hier betrifft, wird man, also glaube ich, zum weit überwiegenden Teil nicht sagen können, dass das auch nur ansatzweise in Bezug zu irgendeiner gewerblichen oder geschäftlichen Aktivität hat. Da geht es tatsächlich um persönliche Verhältnisse und da ist die Schranke natürlich ein bisschen schneller erreicht. So gesehen bleibt es also spannend, was daraus jetzt wird, insbesondere ob denn nun am 1.9. da was veröffentlicht wird oder nicht und inwieweit dann dagegen vielleicht dann auch vorgegangen werden würde, wenn es denn so passiert. Wenn man betroffen ist, wahrscheinlich, würde ich jetzt vorstellen, sollte man zum Anwalt gehen. Gut, sage ich als Anwalt natürlich sowieso immer, aber selbst wenn man, nein, man sollte sich schon beraten lassen. Und ich denke aber auch, es gibt hier sehr, sehr vieles, was dafür spricht, dass man das eben tatsächlich nicht auf sich sitzen lassen sollte. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Interessenabwägung hier tatsächlich zugunsten der Kollegen ausfällt. Und vielleicht ist das Ganze tatsächlich auch erstmal nur so ein Versuch, möglichst viele noch zur Einigung zu bringen, in dem Bewusstsein, dass man vielleicht diese Nagelprobe gar nicht machen will und sich da verklagen lässt. Diese Kanzlei war ja sowieso auch schon, was solche Dinge hier war, hier und da mal etwas kreativer. Da hat man ja zum Beispiel auch mal Forderungen verkauft und ähnliches. Da kann man im Netz sicherlich einiges zu auch nochmal nachlesen. Bleibt also spannend und so gesehen vielleicht auch nochmal ein Thema wieder für eine weitere Folge. Vielen Dank für die Unterstützung und bis zum nächsten Mal. Tschüss.